Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 6. August. Heute haben wir dabei Segway Ninebot, Google Follow Your World, Apple Card und Amazon Scout. Beginnen tun wir mit dem Thema, womit wir gestern eigentlich die Daily beendet haben, und zwar mit E-Scootern. Denn E-Scooter zum Verleih sind ja mittlerweile angekommen in Deutschland. Aber E-Scooter, die man sich kauft und dann selber besitzt und damit rumfährt, sind eher rar gesät, denn die sind alle noch nicht zugelassen. Und die meisten anderen Scooter, die rumfahren, haben oft keine Zulassung oder sind extrem teure Modelle von BMW und Co. Und so langsam kommt die Sache ins Rollen, pun intended. Und Segway Ninebot, die gehören zu Xiaomi, die haben jetzt eine TÜV-Prüfung vom TÜV Rheinland bekommen. Das zwar in China, aber ganz egal, TÜV Rheinland hat es geprüft. Und das ist die Voraussetzung, dass die Modelle beim Kraftfahrt-Bundesamt eine allgemeine Betriebserlaubnis beantragen können. Also da stehen eventuell die ersten zugelassenen E-Scooter von Segway Ninebot demnächst am Start. Ich bin gespannt und neugierig und ihr werdet hier natürlich davon hören. Gestern hatten wir ja Google Trips, die wird eingestellt, der Dienst, und ja, es geht weiter. Google stellt nämlich noch weitere Dienste ein, und zwar Google Follow Your World. Wenn ihr mich fragt, habe ich noch nie von gehört, ist wohl seit 2011 am Start und man kann sich damit über Änderungen bestimmter Punkte in Google Maps informieren lassen, und Google sagt, das ist jetzt überholt, es gibt genug andere Möglichkeiten, das zu tun. Und deswegen wird Google Follow My World am 30. September 2019 abgeschaltet. Tja, wenn das nutzt, dann könnt ihr euch darauf einrichten. Laut Google gibt es ja andere Möglichkeiten. Müsst ihr halt gucken, was ihr dann nutzt. Apple. Die Apple Card, das ist ja die Kreditkarte von Apple. Die steht kurz vor dem Start oder ist gerade gestartet für zumindest ein paar Menschen in den USA. Denn es findet ja praktisch eine kleine Preview statt, eine Beta sozusagen, für bestimmte Nutzer, die sich angemeldet haben für die Apple Card. Und die können diese nun testen, entsprechend in ihr Apple Wallet auf ihrem iPhone laden, mit der Voraussetzung, dass sie iOS 12.4 haben und damit dann entsprechend die ersten Käufe tätigen. Ja, ob die Apple Card oder wann die Apple Card nach Deutschland kommt, da steht immer noch in den Sternen, genauso wissen wir da nicht, aber auch da halten wir euch auf dem Laufenden. Und das letzte Thema für heute ist Amazon Scout. Hat vielleicht auch nicht jeder schon mal gehört. Amazon Scout sind kleine Roboter, also kleine Wägelchen mit 6 Rädern, die Amazon-Lieferungen ausfahren, ganz autonom. Und das wurde schon bereits in Seattle getestet und jetzt wird es in Irvine in Kalifornien getestet. Dort liefern die kleinen Roboter aus, und zwar ja durch Zufallsprinzip. Sie rollen dann von montags bis freitags, solange Tageslicht ist, die Bestellungen raus. Und da es noch ein Test ist, werden sie eben nicht alleine auf die Menschheit losgelassen, sondern von sogenannten Amazon Scout Ambassadors begleitet. Die passen auf, dass nichts schief läuft, und gegebenenfalls reden sie auch mit Leuten, die sich wundern, warum da so Dinger einfach durch die Gegend fahren. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Also, habt einen tollen Mittwoch, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.